Musik muss frei sein. Klaus Mohr an der Gitarre, meine Damen und Herren. Du liebes Lieschen. Klaus, vielen Dank, dass du diesen kleinen Spaß mit mir mitgemacht hast. Du hast mir mal erlaubt, an deinem Bass ein bisschen zu zupfen. Und du hast den Anfangssatz gesagt, Musik muss frei sein. Wieso dieser Satz? Der Ausspruch stammt von Ornette Coleman, der Erfinder des Free Jazz. Und er hat die Musik befreit. Er hat veranlasst, dass sich die Musiker von Rhythmus und von Melodie auch mal lösen können und mal disharmonische Sachen machen und experimentieren einfach. Und daraus sind ganz tolle Sachen entstanden. Und ich bin so aufgewachsen in den 70ern mit Rock, Jazz, Fusion, Crossover. Und die Grundlage dafür war die Befreiung der Musik und auch die Zusammenlegung von Rock und Jazz, von allen anderen Einflüssen auf der Welt, von folkloristischen Einflüssen. Und deswegen haben wir unsere heutige Musik, weil diese Leute damals diese Experimente gemacht haben, ganz einfach. Und was bedeutet Musik für dich? Für mich ist es der Lebensinhalt eigentlich. Und ich kann mich am besten darin ausdrücken. Und vor allen Dingen, Sie sehen vielleicht, wir sind bei dir zu Hause. Du hast hier so ein kleines Studio gebastelt. Ganz genau. Es ist wirklich toll. Wir haben übrigens auch Kaffee und Croissant bekommen. Also das ist wirklich ein selbstverständlich. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Das ist wirklich ein schönes Ambiente, wo du lebst, mitten in Esslingen übrigens. Und wir quatschen gleich nochmal ein bisschen weiter. Und dann würde ich dich bitten, dass du nochmal ohne mich spielst, weil ich glaube, ich habe dir nicht so gut getan mit meinem Bass. Ach, das war schon okay. Danke. Und schalten vorher aber in meinen ersten Beitrag und lernen dann gleich noch mehr von Klaus Mohr kennen. Top Show. Großartig. Bei Cavaluna, das ist ganz toll. Mega, super cool. Bombastisch. Richtig geil gemacht. Super hübsche Pferde, tolle Darsteller, super Kostüme. Das ist wirklich Kunst gewesen. Cavaluna, Welt der Fantasie. Ich finde, dieser Name ist schon sehr vielversprechend. Und diese neue Pferdeshow kommt an diesem Wochenende nach Stuttgart und zwar in die Schleierhalle. Cavaluna, dieses Wort ist übrigens eine Mischung aus den Worten Kaval für Pferd und Luna für den Mond. Mit dabei ist auch Klaus Luber. Er liefert sich in einer Kutsche, vor die vier Pferde gespannt sind, ein Battle. Also die Besonderheiten von der Nummer, das ist einfach die geringe Platzverhältnisse und die Masse an Pferden. Und das sind auch Pferde in der Bahn plus eine Kutsche. Dann das Tempo, die Rasanz von der Nummer, was man rüberbringen soll bei einem Battle. Und das macht das Ganze sehr anspruchsvoll. Macht natürlich auch Spaß, wenn es funktioniert. Seit Oktober ist Cavaluna mit insgesamt 60 Pferden auf großer Europatour. Wenn Sie diese unglaubliche Show sehen wollen, haben Sie jetzt die Möglichkeit, Tickets für den 3. März zu gewinnen. Schreiben Sie mir einfach eine Mail an verlosung@regio-tv.de und vielleicht gehören Ihnen dann schon die Tickets. Viel Glück! Einfach unbeschreiblich. Besser geht's nicht. Komm mit und lass dich begeistern. Ja, und jetzt sehen Sie Klaus Mohr in der Verjüngungskur. 4 Jahre bist du auf dem Foto. Und wir sind ja, wie ich schon gesagt habe, bei dir zu Hause. Und ich habe dich gebeten, mal kurz in deiner Fotokiste zu kramen. Und du hast gesagt, das ist ein Foto, was besonders für dich ist. Warum? Was findest du schön dran? Also ich finde es deshalb schön, weil da mein Hund drauf ist, der damals auch vier Jahre alt war. Und wir zusammen aufgewachsen sind. Und das ist damals mein bester Freund gewesen. Und ich mag das Bild einfach, weil das so authentisch ist einfach. Ja. Und das hier zeigt dich, da bist du 14, bei deinem ersten Auftritt. Genau. Wahnsinn, kannst du dich noch daran erinnern, was war das? Ja, total, ja. Das war ein Klassenfest eigentlich. Und wir hatten damals eine Schülerband und wir waren natürlich die Heroes, die dann damals das Klassenfest gerockt haben. Einfach, ja. Und das war so der Beginn quasi von deinem... Ja, genau, das war auch der Beginn. Da mit Freunden damals angefangen, autodidaktisch uns die Musik beizubringen. Mhm. Ich habe keine klassische Ausbildung und deswegen kommt es bei mir auch mit diesem
Freiheitsbegriff in der Musik ist für mich ganz wichtig, weil ich mich mit Musiktheorie nicht so lange aufhalte, sondern ich mache es einfach, ich experimentiere einfach. Das heißt, es hat damals schon so angefangen. Es ist ein Gefühl einfach, wie deine Musik auch entsteht. Ja. Was haben denn deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, so, Musik ist meins und es wird wahrscheinlich auch immer meins sein und vielleicht werde ich damit auch mal mein Geld verdienen? Also meine Eltern haben mich unterstützt. Ohne die hätte ich ja gar keine Gitarre gehabt als Schüler. Ne? Die haben ja natürlich auch das Equipment dann gekauft und haben mich immer unterstützt und haben uns einen Proberaum zur Verfügung gestellt und solche Dinge. Also die waren schon immer eine große Hilfe. Ohne die geht es dann gar nicht, ja? Genau. Wir möchten natürlich, ich habe es eben schon mal gesagt, dass du nochmal für uns was spielst. Jetzt schalten wir aber ganz kurz weg, sind gleich wieder da und dann erleben Sie natürlich den Klaus nochmal hier live an der Gitarre, gell? So, Gitarre, Gitarre. Hättest du gerade alles improvisiert, ist das so? Natürlich. Ist ja der Knaller. Deswegen, Musik muss frei sein. Diese Tracks nehme ich so auf, dass man da einfach frei drüber reiten kann, sage ich jetzt mal so. Und dass ich da einfach nicht gebunden bin an irgendwelche Arrangements, damit ich einfach frei bin. Du bist auch so frei, dass du dir deine Projekte selbst aussuchen darfst. Ne? Du bist solo unterwegs. Zum Beispiel hier in Esslingen in der Nachtschicht genau, trittst du immer mal wieder auf. So einmal im Monat, ja. Und du hast ein Soloprojekt am Start. Ein wunderbares Soloprojekt habe ich am Start. Erzähl darüber. Mit der wunderbaren Sisu Lustig-Hähnsche, eine Opernsängerin, die mit mir zusammen Jazz-Improvisationen macht. Mhm. Und zwar, sie trägt Gedichte vor in Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch. Und wir improvisieren das genau mit der gleichen Basis, wie wir es gerade gehört haben. Und sind dann beide frei im Vortrag. Ja, sehr spannend. Klaus, wir quatschen gleich noch weiter, schalten in meinen nächsten Beitrag und sind dann gleich zurück. Ich bin Daniel Brunner, ich bin, sag mal Anfang, Mitte, Ende 40, irgendwas in dem Dreh rum. Und ich bin momentan Einzelhändler und jetzt Galerist seit heute. Das Kaufhaus Mitte am Stuttgarter Schlossplatz gibt es jetzt seit knapp 2 Jahren. Es ist eine Plattform für regionale Produkte und kleine Labels. Bisher gab es im oberen Stock Klamotten zu kaufen, aber damit ist jetzt Schluss. Ab sofort werden auf den 300 Quadratmetern Fläche Bilder gezeigt. Die Idee hinter dem Projekt Stadtgalerie 28 ist ganz klar. Es ist einfach so, dass ich ob bei Instagram oder wo auch immer Sachen finde, wo ich denke, hey, wow, und die Sachen verfolge monatelang und dann irgendwann denke, warum sieht die keiner, ja? Es gibt immer nur so die Großen, die eben die Chance bekommen und es ist einfach hier auch so die Geschichte an der Sache zu sagen, es gibt so viele Sachen, die gehört oder gesehen werden müssen und das ist einfach so das Konzept dahinter und es gibt viele Sachen, die in Zukunft noch kommen werden, die hoffentlich gut ankommen und ich denke, dass da einfach ein Markt dafür da sein wird. Den Anfang in der Stadtgalerie 28 machen die Bilder des Stuttgarter Fotografen Pierre Pollack. In seinen Bildern verbindet er Realität mit Fiktion und zeigt die Schwabenmetropole auf eine ganz besondere Art und Weise. Ich wollte es irgendwie ein bisschen anders machen, ein bisschen surreal soll es alles auch aussehen von den Farben her und ein bisschen Photoshop. Und ich will es einfach einen Tick anders einfach haben, wie ein normales 0815 Bild vom neuen Schloss, was man schon 100-mal gesehen hat. Also mir gefällt es hier sehr gut. Die Leute und das Publikum ist wirklich sehr offen und es ist schön. Die Atmosphäre ist auch sehr angenehm. Die Bilder sind sehr schön und ich genieße es hier. Also an sich schon die Location allein und dass der Künstler halt so ziemlich alles von Stuttgart mit eingebunden hat. Einfach alles in einem total perfekt. Also ich fühle mich echt wohl. Da gibt es Popcorn, es gibt Getränke, coole Leute sind hier, also auf jeden Fall zu empfehlen. Leute, wenn ihr noch nichts vorhabt, dann kommt auf jeden Fall vorbei. Die Bilder von Pierre Pollack sind noch bis zum 27. März ausgestellt. Die Stadtgalerie 28 ist meiner Meinung nach ein sehr cooles Konzept, das in Zukunft bestimmt mit vielen Aktionen überraschen wird. Oder wir sagen es so, wie die Macher der Galerie es selber sagen würden, hier gibt es immer was zu glotzen. Lieber Klaus,
Vielen Dank, dass wir bei dir zu Hause sein durften, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Und meine Sendung, danke, endet mit Veranstaltungstipps. Und dein darfst du bitte jetzt in die Kamera sagen. Ja, als Mitarbeiter der Württembergischen Landesbühne in Esslingen schlage ich natürlich ein Theaterstück vor. Am 8.3. die Nashörner, sehr zu empfehlen. 19.30 Uhr. Sehr guter Tipp. Meine Frage ist, hast du ein Quietscheentchen? Nein. Falls Sie eins haben hier in Esslingen, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, immer dieses Entenrennen. Ist mir bekannt, ja. Da werden die Enten auf den Fluss gesetzt und das ist am 7. April. Wenn Sie Lust haben, können Sie da auf jeden Fall vorbeikommen, wird vielleicht ganz witzig. Alles Gute, bis bald hoffentlich mal irgendwann wieder. Vielleicht sieht man sich mal wieder und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche und bis dahin eine gute Zeit. Und tschüss.